willkommen zur dritten Folge. Ja, bei unserem letzten Mal ist uns hier ein Creeper um die Ohren geflogen. Das war wunderbar. Wir haben ein bisschen Holz gefarmt, wir haben uns ein Bett gecraftet und es ist so viel passiert. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Video anzugucken. Nein, tut es nicht. Es war eigentlich relativ, naja, langweilig würde ich jetzt nicht sagen, aber es war halt nicht so atemberaubend, dass man gleich sagen könnte, das ist der nächste Blockbuster des Jahrhunderts. So. Ich hab mich jetzt ganz spontan dazu entschieden, dass wir ein bisschen weitergehen, raus aus der Wüste. Weil die ist doch schon etwas sehr karg. Und damit wir auf keinen Fall irgendwie was verpassen, gucken wir auch immer schön auf die Karte. Mal sehen wir hier den Grand Canyon. So eine Keramik-Lehmwüste. Ja, der ist gerade aufgestanden. So klinge ich morgens auch immer. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Mann, der Zombie hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Genau. Ich versuche jetzt gerade irgendwie eine vernünftig schöne Stelle zu finden, damit wir endlich anfangen können, ein Häuschen zu bauen. Gehen wir mal hier durch den Grand Canyon, weil wir das ja so schön und toll finden hier. Sieht ja auch sehr gut aus. Leider sind wir nicht zum Sightseeing hier. Wir wollen ja schließlich überleben. So. Das ist ja auch sehr interessant, dieses kleine Stückchen Grün. Und da haben wir eine Insel. Die Insel sieht doch wunderbar aus. Also die gefällt mir. Ich glaube, da gehen wir hin. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Als nächstes mache ich mein Seepferdchen. Wird auch mal Zeit. Und da haben wir auch schon Pferde. Das sieht ja ganz toll aus. Oh. Erstmal alles hier ein bisschen begradigen. Wir können ja nicht unser Haus einfach so auf so ein Hügelchen bauen. Das ist ja, das geht ja gar nicht. Dann können wir vielleicht auch das Loch da drüben schon mal stopfen. Nehmen den Sand da weg. Wir können es nachher noch Fenster machen. Das sieht auch schon gleichmäßig aus. Und ich denke, mit der Zeit lässt es sich hier ganz gut leben. Falls euch die Musik im Hintergrund auf den Sack gehen sollte, es gäbe noch die Alternative, dass ich Musik abspiele. Allerdings weiß ich dann nicht, wie gut die Soundqualität sein wird. Ich meine, Versuch ist es wert, weil mit der Zeit geht mir dieses Gedudel einfach auf den Sack. Ich denke, viele von euch kennen das, viele von euch verstehen das. Wenn man das ein bisschen öfters gehört hat, dann hat man irgendwann einfach den Hals voll. Ich werde hier jetzt auch kein super duper wunderschönes Mega-Haus bauen. Ich werde jetzt gleich erstmal einfach nur eine kleine Blockhütte machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aus Blöcken.
Einfach nur, damit wir einen kleinen Ort haben zum Nächtigen. So. Ich weiß, es gibt sparendere Methoden. Allerdings finde ich das so um einiges schicker, wenn der Rand noch original Holz ist. So. Zack. Eins, zwei, drei. Wie stellst du dich denn hin? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zack. Habe ich ein zu wenig. Das ist ja also, das geht ja gar nicht. Wie kann ich sowas nur machen? Es tut mir leid, meine lieben Leute, aber ich hab's verkackt. Soll nie wieder vorkommen. So. Fehlt uns tatsächlich noch Holz, das ist sehr bedauerlich. Na, wir können ja schon mal mit der Vertäfelung anfangen. Mit der Wandbekleidung. Das sollte durchaus machbar sein. So. Hier auch ein bisschen schick haben. Und das Grundgerüst steht schon mal. Platzieren wir schon mal unser Bett, was gerade so einen farblichen Bug hatte. Das interessiert ja jetzt nicht. Dahin. Das Unkraut hier aus dem Haus raus. Das Ding zumachen. So. Ich werde das jetzt erstmal nur so provisorisch abdichten. Einfach nur, damit ich da nicht reinfalle, weil ich kenne mich. Ich werde da garantiert reinfallen. Er haut auch schon der Sand ab. Der weiß auch ganz genau, was auf ihn zukommt. Und ich habe einen großen, schrecklichen Fehler gemacht. Nein, habe ich nicht. Das ist alles in Ordnung. Damit kann ich leben. Ich denke, ihr könnt damit auch leben. Dass uns da jetzt ein bisschen Sand verloren gegangen ist. Wird so eine Zeit, dass wir mal hier auch Ofen anfangen zu basteln, weil wir sind kurz vorm Verhungern. Naja, drei Stück haben wir noch, aber wir müssen ja noch Holz und so weiter wiederholen. Das kostet ja auch alles Essen. Beziehungsweise Hunger. Ich denke mal, der Sand sollte auch demnächst reichen für ein bisschen was Feines. Bisschen Glas. Aber auch dafür brauchen wir einen Ofen. Aber ich denke mal, unser nächster Schritt in den nächsten Videos wird dann der Ofen sein. Ich kann euch versprechen, das wird sowas von nicht spannend. Aber ihr dürft ja meine ruhigen und
faszinierenden Stimme lauschen. Dürft euch darüber lustig machen, wie ich hier verkacke. Ich gebe euch die Erlaubnis dazu. Und ich wusste doch, dass ich da reinfalle. Ich hab's euch doch gesagt. Das war mir sowas von klar. Ja. Nun ist der Steve schon in das Loch gefallen. So. Oh. Wo kommst du denn her? Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. So, wir legen uns jetzt hier einfach schlafen. Oh, 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 das war keine gute Idee, das war keine gute Idee, keine gute Idee, keine gute Idee. Vielleicht sollten wir uns auch irgendwie mal Fackeln machen. Wenn uns schon die Monster des Nachts besuchen kommen. Ja. So wie es aussieht, werden wir wohl nicht sehr lange überleben. Zumindest können wir dann behaupten, wir haben es probiert. Es ist ja echt dreist von diesen Dingern. Klack, 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 klack. Jetzt immer die Verästelung hier, zack. Zack. Dann müsste der Baum eigentlich auch schon leer sein. Sieht ziemlich leer aus. Riecht auch ziemlich leer. Vielleicht kommt hier noch ein Äpfelchen runter, dass wir nicht ganz so schnell drauf gehen. Was ich allerdings bezweifle. Weil bei meinem Glück kommt ja vielleicht sogar noch eine Hexe runtergesprungen. Nachpflanzen, nicht vergessen. So. Ja, 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 schieß mal auf mich, du. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht ein bisschen Stein finden. Da drüben sieht es sehr, sehr gut aus. Wir brauchen hier auch nicht viel. So. Ja, lach du mal. Lach du mal, du scheiß Huhn. Ich weiß das, dass ich hier kurz vom Verrecken bin. So. Damit das Ganze auch schön ordentlich bleibt, nehmen wir uns die Steinchen von oben und wir haben Kohle gefunden. Haben wir doch noch ein bisschen Glück. Dann holen wir hier unten auch noch die Kohle weg. Da ist ja sogar noch eine dritte Schicht. Das gefällt mir sehr gut. Ja, so langsam sieht das Ganze doch schon um einiges besser aus. Ich weiß, ich habe mittlerweile genug Stein, aber sind wir mal ehrlich, von Stein kann man nie genug haben. Stein ist so vielseitig. Böden machen, man kann daraus Wände machen. Man kann daraus Regale bauen, man kann daraus Bänke bauen. Ich kann nie genug Stein haben. So, das reicht jetzt aber auch erstmal. Wir müssen ja auch wieder nach Hause schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Unser Bäumchen ist auch gewachsen.
So. Ah, dann mache ich uns jetzt noch schnell einen Ofen und dann haben wir die Mission auch schon erledigt. Das ging ja fix. So. Den Ofen stellen wir hier vors Fenster, damit es auch schon lüftet. Und dann mache ich uns was zu essen. Und während das Ganze jetzt schon köchelt, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wie spät es gerade bei euch ist und wann ihr das Video guckt. Bis denne! Nächste Mission.